Bis 22 Uhr senden wir nun im Jahr des 500-jährigen Jubiläums der Reformation ein Werk, das 1983 im Zuge der Lutherehrung vom Rundfunksender Stimme der DDR in Auftrag gegeben und in einem Wartburg-Konzert im Palast der Wartburg bei Eisenach uraufgeführt wurde. Die Ehe ist ein herrlich, schön und köstlich Ding. Ehestandskantate von Fritz Kreisler. Darin vertont der 1921 in Wurzen bei Leipzig geborene und 1984 in Bad Saarow bei Frankfurt-Oder verstorbene Komponist Originalzitate von Martin Luther. Die Mechthild Geißler, die Tochter von Fritz Geißler, aus Hochzeitspredigten, Reden an den Adel, Tischreden und anderen Texten von Martin Luther zusammengestellt hat. Die Kantate gliedert sich in vier Abschnitte, alles gehalten in einem heiteren, mitunter ironischen Ton, mit reizvollen, klanglichen Akzenten des Cembalos, wie Eberhard Kneipel im Programmheft einer weiteren Aufführung in Gera schrieb. Die Ausführenden sind Christian Vogel, Tenor, Siegfried Lorenz, Bariton, Hermann Christian Polster, Bass sowie das Kammerorchester der Staatskapelle Weimar. Die Leitung hat Dieter Gerhard Worm. Schlägt und schüttet den Samen in das Wasser, davon empfängt das Fräulein. Sieht an die Vögelein, wie fein rein geht doch desselben Zucht zu. Es packt die See in das Häuflein, es packt die See in das Häuflein, legt sein Eierlein säuberlich in das Nest, setzt sich darüber. Da gucken die jungen Küchlein heraus. Sie ist mir lieb, die werte Magd, und kann ihre Lob ihr Unzucht, von ihr man sagt. Lob ihr Unzucht, von ihr man sagt. Sie hat mein Herz besessen.
Schmuck achten und halten und sich nicht irren lassen, was die Welt davon halt oder rede. Denn so die Welt den Ehestand so künstlich und herrlich hielte, würde sie nicht davor fliehen und ohne Ehe leben, sondern wie man sonst sich bemühe, etwas Gutes und Köstliches zu gewarten ist, so würde man auch mit Liebe und Freude zu den Ehestand greifen und sich nicht also mit Händen und Füßen wie ein Wild vor den Hunden wehren. Es ist kein lieber Ding auf Erden. Denn Frauenliebe, es ist kein lieber Ding auf Erden. Denn Frauenliebe, wem sie kann zuteil werden. Es ist kein lieber Ding auf Erden, denn Frauenliebe, denn Frauenliebe, es ist kein lieber Ding auf Erden, denn Frauenliebe, wem sie kann zuteil werden. Es ist nicht ein seltsam, unerhörtes Ding, dass der Teufel in den Häusern poltert und waltet und umhergeht. Freu dich, du leidiger Teufel! Freu dich, du leidiger, leidiger, leidiger Teufel! Freu dich, freu dich, freu dich, freu dich, freu dich! Die Weiber sollen ihren Männern untertan sein. Das ist auch ein trefflich Stück, das zur Einigkeit sehr viel hilft. Wo ein Weib auf ihren Ehemann sieget, seines Willens sich befleißiget, tut, was er gern hat, und weidet, was sie weiß, was er gewogen hat, dann gewinnet dem Manne das Herz ab, dass er Lust und Vergnügen in ihrem Tod hat, dass er wieder zu Hause und zu seinem Heime gehen soll.
bleibe ungehorsam. Neigen Sie nicht, herrlich sind, dem man vor seinem eigenen Hause grauet. Und lässt sich bedünken, er müsse, wenn er ins Haus komme, in Krieg unter die Feinde gehe. Freu dich, du leidiger Teufel! Freu dich, du leidiger, leidiger, leidiger Teufel! Freu dich, freu dich, freu dich, freu dich, freu dich! Siehe, 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 in solchen zeitlichen geistlichen Jammer bringst du dich, wenn du willst, magst du von uns sein. Keine Bescheidenheit brauchen, sondern die böse Pferde um dich schlagen und beißen. Freu dich, du leidiger Teufel! Freu dich, du leidiger, leidiger, leidiger Teufel! Freu dich, freu dich, freu dich, freu dich, freu dich! Da soll das Weib sich hüten, dass sie auf dem Unrecht und in dem Ungehorsam nicht beharre, sondern ihr Übertreten bekenne, spreche! Lieber Mann, das und das Wort ist mir im Zorn entfahren, vergebt mir's, ich will's nimmer tun. Solches sollen die Weiber sonderlich tun, darum, dass sie mir gebrechlich sind. Iten, 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 das Weib fürchte den Mann, das Weib fürchte den Mann. Diesen Spruch sollten die Weiber sonderlich merken. Ein freundlich Wein, doch aus dem Stillschweigen kann manchen Hader stillen. Sollten die Feinde, was sonst in wieder Rede und Rede murren Zorn und Schläge und damit aller Unrat folget. Ihr Herr muss selber sein der Knecht. Will er sie im Hause finden recht? Die Frau muss selber sein die Magd. Will sie im Hause schaffen? Es ist gewiss ein frommer Mann, der sich nur ein Weib nimmet an. Es ist gewiss ein frommes Weib, wo sie bei einem Manne bleibt. Ein Ehemann soll geduldig sein, ein Ehemann soll geduldig sein. Sein Weib nicht halten wie ein Schwein, wie ein Schwein, wie ein Schwein. Gnade geben zu, dass ihn die Egal sanfte tut. Und wird dem Teufel wehren wohl, und wird dem Teufel wehren wohl, dass er sein Lies, sein Lies, sein Lies
wird man gleichwohl wie der Pöbel und das junge Gesinde, den ihr stand, als ein schwer und unerträglich Joch fleucht. Und will solch empfehlen frechen Gesinde besser gefallen, das freie und gefangene Leben. Darum steht es auch so übel allenthalben in der Welt, dass keine Zucht, keine Ehrbarkeit, kein Glaube, keine Treue mehr bei den Leuten ist. Wie ein jeglicher sein Eigen, seiner Kinder und Erben verderben an, was ihm nicht vor der Tür, sondern schon im Haus herum. Ist das nicht ein jämmerliches Ding, dass wir Christen unter uns halten sollen? Freie, gemeine Frauenhäuser. Ist das nicht ein jämmerliches Ding, dass wir Christen unter uns halten sollen? Freie, gemeine Frauenhäuser. Wir alle zur Keuschheit betauft, und als ich weiß, was er diese Art zu sein, meine Frauenhäuser, was er diese Art zu sagen, ich weiß, was er diese Art zu sagen, was etliche dazu sagen. Darauf dächte, wie man das junge Volk ehelich zusammenbrächte, führe die Hoffnung ehelichen Standes einem jeglichen, der wohl helfen zu tragen und zu wehren, der Anfechtungen. Aber jetzt geht es, dass jedermann zur Pfafferei und Mönchelei gezogen wird. Darum sind sie zuvor wild genug und wollen, wie man so sagt, aus Buben tun sich immer in ein Blut, wie die Erfahrung heißt. Aber es findet sich die Strafe mit der Zeit nur allzu viel. Denn neben dem, dass euch Gesinde außer der Ehe sich mit Sünden greulich besudelt und ihm Gott zum Feinde macht, findet sich auch andere leibliche Strafe, dass nicht allein Geld und Gut bei solchen verschleißet, sondern sie müssen auch mit der Haut bezahlen. Denn in solchem unzüchtigen Leben findet sich auf mancherlei schreckliche Plagen und Krankheiten, zuweilen öffentliche Laster und Schande. Strafe hasst man, aber die Sünde nicht. Hüt dich, mein
wo nun die Ehe läutet, das Ehebette, wie es gehöret rein und sauber halten wollen. Sollte sie billig alte Ursache fliehen, durch die man möge zu Unwillen und Zorn erregen. Nicht frech noch jachsen, mit Worten nicht alles zum Hexen, zu Hexen auslegen, sondern alles den anderen übersehen. Denn sobald die Herzen gegeneinander verbietet sind, so hat der Teufel, der vor ein Fels und ein Loch gefunden, da er ohne Mühe die Ehe weiter trennen und reißen, trennen und reißen, trennen und reißen kann, dass auch die Leiber geteilen, teilen würden. Oh, aber entweder durch Ehebruch und Hure, Ehebette befleckt ist, oder durch unfreundlich und wild beiwohnen die Herzen wieder einander bewegt werden, da muss man besorgen, Gott wird als Richter kommen und solche Unzucht oder Unordnung strafen. Denn weder die Hure noch die Ehebrecher werden das Reich Gottes ererben. Denn weder die Hure noch die Reich Gottes erwerben. Denn weder die Hure noch die Ehebrecher werden das Reich Gottes erwerben. Wenn dir ein Dünkel einfällt, sollst du deinen Winkel unterm Zaum halten, wie die bösen Lüste des Fleisches und Zähnen sind. Winkel ist Erbsünde, als dass eine Lust habe zu einer jungen Metze. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Also sollst du die Metze lieb haben, dass du sie nicht anders begehrst. Denn zum ehelichen Gemach, da hat die Lust gemaßen, nämlich, dass das sechste Gebot die Maße sagt, danach die Lust gehen soll. Also, hänge dir Lust eine Knüppe um den Hals, habe ihr ein Maß, das sie nicht überfahren. So.
zusammengestellt von Mechthild Geißler, der Tochter von Fritz Geißler. Sie hörten eine Aufnahme vom 16. Juli 1983 von der Wartburg bei Eisenach in dieser Uraufführung des 164. Wartburg-Konzertes von Stimme der DDR. Sangen und spielten Christian Vogel Tenor, Siegfried Lorenz Bariton, Hermann Christian Polster Bass und das Kammerorchester der Staatskapelle Weimar. Die musikalische Leitung hatte Dieter Gerhard Worm.